So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Elite Dangerous. Wie man hier sieht, habe ich bereits das Kopfgeld aus der letzten Folge eingelöst. Ja, also bei mir, ich tanke erstmal auf, dann Munition 6000 Credit, reparieren 60.000 Credits. Eigentlich war mein Satz noch nicht fertig, aber ist ja auch egal. Ich dachte, du wärst schon fertig gewesen. Nein, ich habe nur eingeatmet. Ach so, ja, warum Das atmest kommt du ab und zu auch? vor. Also. Ja, ich weiß, es ist so eine Unart von mir. Ja, ist echt Eigentlich fürchterlich. sollte ich das lassen. Ich habe 1,15 Millionen Credits gekriegt. Ja, ich habe 1,10. Ja, siehst du, da Aber siehst du noch nicht trotzdem groß. Top 50, oder? Gehe ich jetzt mal schwer von aus. Ja. Es wäre möglich, dass die Grenze genau irgendwo dazwischen liegt und du bei den Top 25 bist. Bei 50.000, da bleibt die Grenze aber nicht lange bestehen. Nein. Also. Nein, aber es wäre möglich. Ja, jetzt sind schon 260 Leute, die beigetragen haben und dreimal so viel wie beim ersten Mal, als wir geschaut haben. Ja. Ja. Und jetzt fliegen wir noch mal eine Runde zurück. Ja. Und dann sind wir vielleicht in den Top 25 schon. Eigentlich müssten wir das dann sein, nehme ich Ja, mal jetzt so an. wäre möglich, da wir jetzt noch ziemlich am Anfang des Community Goals sind. Was machen wir dann eigentlich mit dem ganzen Geld? Eine neue Hülle kaufen? Ja, und wo kriegen wir die her? Hightech-System? Ja, können wir ja dann gucken. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein System gefunden, wo man die Hülle kriegen konnte. Nur leider sind uns dann die Augen aus dem Kopf gefallen, als wir gesehen haben, wie teuer die war. Ja, das kann sein. Deswegen. Ja, und wenn wir die Hülle dann haben, gucken wir auch, dass wir sie mit der Ingenieurin verbessern. Bevor ich damit Oh, der darauf giftige habe ich so Kommentare überhaupt keine kriege. Lust. Ja, also wie viele Systeme sind denn hier in der Umgebung? Gottes Willen. Zorro. 11,7. Such einfach nach 11,7. Ja, habe ich beim letzten Mal auch so gemacht. So. Dann drehen wir uns mal wieder. Ich booste einfach durch jetzt. Durch die Massensperre. So. Ja, aber ich sag mal so, das war beim letzten Mal schon definitiv der knappeste Close Call, den wir bisher je geschafft haben, ohne dass wir drauf gegangen sind. Ja. Also 8% Hülle, das im Endeffekt, wenn die Waldschar mich noch einmal, also noch einmal eine Salve auf mich abgeschossen hätte, wäre ich direkt tot gewesen. Das war schon. Das wäre ganz schön bitter für dich Das gewesen. wäre wirklich bitter gewesen. Ja, also. Vor allem, weil ich schon so dachte, ja, bei 20 springst du weg und dann so. Nun. 8. Ja. Ja. Das war dann so Okay. Kammerflimmern. Ja, man muss aber sagen, es war erst 15% und dann ist es direkt relativ schnell auf 8 runtergegangen. Deswegen war das. Ja. Daher kam das zustande. Gut, das heißt aber von 15 auf 8, das sind nur 7. Du hättest noch Richtig. mal 7 überlebt. Ich hätte vermutlich noch, je nachdem, wie sie getroffen hätte. Davon hängt das ja dann auch noch ab. Ja. Ja. Also fliegen wir mal wieder zu dem Planeten. Und wir können ja wieder Ja. in den hohen Rohstoffabbaustandort gehen. Da war ja mehr als Ja. genug Am Opfermaterial Anfang vorhanden. zumindest. Gegen Ende hat es dann nachgelassen. Ja gut, aber es war jetzt nicht so, dass wir niemanden mehr hatten, auf den wir schießen konnten. Ja, aber man musste schon suchen und das war außerdem alles nichts wert. Ja gut, immerhin haben wir trotzdem Millionen zusammengekriegt. Wir können Das ja ist jetzt gut, ja. auch in Rohstoffabbaustandorte mit hoher Intensität gehen. Nein, wir gehen nochmal da, wo wir gerade waren hin. Ich nehme an, die Gegner sind jetzt wieder resettet. Wir sind ja aus dem System raus und wieder rein. Uwab ist ein Gewohnheitstier. Nein, aber da haben wir gerade 1 Million Credits gesammelt in einer Folge. Ja. Und das würde ich gerne nochmal machen. Das könnte man in Betracht ziehen, ja. Aber bisher sieht man noch nichts. Aber mit 2 Millionen beigetragen sind wir schon ganz gut dabei. Boah. Jetzt überleg mal, wenn das jeder machen würde von den mittlerweile wahrscheinlich 300 Leuten, die beitragen oder sowas, dann wären es schon 600 Millionen. Das sind aber erst 300 Millionen. Ja, dann wären wir aber auch. Ah, Moment, gefährlich. Das springen wir rein. Dann wären wir aber auch nicht in den Top 50%. Ja, gut, sagen wir halt, im Schnitt hat jeder 2 Millionen beigetragen. Weil wir sind ja gerade bei den Top 50.
Du musst natürlich sehen, dass das Ding, dass es so eine Kurve ist. Das heißt, unten sind es relativ viele, oben sind es relativ wenig. Das heißt, mit 2 Millionen wären wir dann wahrscheinlich schon nur in den Top 25. Ja. Gefährlich war's, oder? Ja. Da waren wir gerade drin. Na gucken, ob ich in den Gesteinsgürtel reinrausche. nee, tue ich nicht. Oh, schade. Keine Dose Mitleid, ich weiß. Bist du eigentlich schon am Reinspringen? Oder bist du schon drin? 11 Lichtsekunden. 11 Lichtsekunden, da bin ich ja näher dran. Jetzt habe ich noch 12 Megameter. 8 Megameter. Hä? Wie, was? Dann waren es aber gerade eben keine 11 Lichtsekunden. Doch. Was? Das kann nicht sein. Ich sehe dich auch die ganze Zeit vor mir. Jetzt bin ich drin. Da staunst du, wa? Hä? Was tust du? Ich bin jetzt da. Drin. Okay, hier ist jetzt nicht so viel los. Oh, hier ist eine Anaconda. Gesucht. Weiß ich noch nicht. Warte mal, ich gehe mal in die Kontakte. Die Kontaktliste scannt übrigens für einen. Stimmt. Geil. Oh. Nein, sie ist weg. Vielleicht wählt man sie einfach mal aus. Dann geht's. Nein, ich scanne da nicht für einen, oder? Da steht das Scan erforderlich. Ja, aber okay, ja, dieser Ladebalken daneben hat das suggeriert. Ich glaube nicht, dass sie scannt. Ich glaube auch nicht. Okay, schade war's. Na gut, dann müssen wir doch selbst scannen. Ja, aber so sieht man, was man schon alles gescannt hat. Das ist eine Das ist auch nicht schlecht. Ja, das ist gut, stimmt. Federal Gunship. Waren das nicht diese ganz blöden Schiffe? Was wird da hinten geschossen? Was, wo? Guck mal, da ist doch... Ja, da ist was. Da ist eine Anaconda. Die ist gefährlich. Boah, sag bitte, dass sie gesucht ist. Die ist gesucht im Zweierwing. Oh, nice. Nice. Auf. Nicht mit einer anderen Anaconda. Okay, wenn die mit der anderen Anaconda im Wing ist, dann sind wir einfach tot. Warte mal, das ist ein Sidewinder im Dreierwing? Es müsste ein Zweierwing sein. Ja, ich hab's gesehen. Anaconda? Wo ist das andere Schiff aus dem Zweierwing? Die wird von der Anaconda beschossen, so? Nee, da ist nur das eine Schiff. Die eine Anaconda. Gucken wir doch mal in den Kontakt. Oh Gott, wie viele Leute dödeln denn hier rum? Ja, 2, 3. Ja, wollen wir uns jetzt zu zweit auf die Anaconda stürzen? Solange sie abgelenkt ist? Sind wir lebensmüde? Weiß ich nicht. Ein bisschen? Auf einer Skala von 1 bis 10? 12? 7? Okay, ja, damit könnte ich leben. Ja, ist jetzt die Frage, wer zu dem Wing gehört. Also, und wenn wir das nicht rausfinden? Ich glaube, die baut ab. Kann das sein? Weiß ich nicht. Nee. Wer ist denn jetzt hier noch alles am Start? Fehlt der Gerechtigkeit? Oh. Imperial Kurier? Warte. Der ist sauber. Ah, das heißt, wird gleich auf die Anaconda schießen. Vielleicht. Noch ein Imperial Courier. Auch sauber. Gott, was liegt denn da? Oh, eine Federal Gunship gesucht. Die Anaconda wird beschossen. Ich habe gerade das Schild aufblitzen sehen. Nee, noch nicht. Irgendein Schild ist aber gerade am Leuchten gewesen in der Richtung. Ach komm, schieß. Soll ich mal anfangen? Ich fange einfach mal an. Ja, komm. Ja, jetzt frisst sie. Die haben einfach alle nur gewartet, bis sich einer traut. So werfe er den ersten Stein. Autsch. Ja, den Treffer darfst du nicht abkriegen. Irgendwie. Bist jetzt auch echt genau in die Nase reingeflogen. Ach was. Da wäre ich auch so. Ich hau einfach mal kurz Düppel raus, dann fokust du jemand anderes. Ah, ich bin genau hinter ihr. Ach, schön. Ah, beste Position für den Beschuss. Oh nein, jetzt dreht sie sich. Oh, düppeln wir mal. Komm, jetzt wird hier aber mal sowas von dem Kreuzfeuer auseinandergenommen. Von allem, was hier rumfliegt. Oh, ja. Haben sie mich fast. Jetzt hat sie mich gerammt. Alles klar. Okay. Sehr gut. Oh, jetzt hast du mich nochmal gerammt? Nein. Wo ist sie denn da? Jetzt hat sie wieder meine Schilde gegrillt. Das kann doch nicht wahr sein. Das war jetzt gar nicht mal so viel. So, hier ist hier das Fette, was... Das ist Federal Assault Ship in einem Dreierwing, das ist gesucht. Ah, das ist jetzt... Ach, schießen wir mit drauf. Mein Turm schießt gerade auf irgendwas. Ich auch. Ja, ich habe aber gerade keine Schilde. Ich weiß aber nicht, ob ich auf das gleiche irgendwas wie dein Turm schieß.
Ja, das kann Das ich dir auch Gute ist, nicht dass sagen. das Gute ist, dass irgendwas wird schon beschossen. Das hatte Fällt schon eine keine Klatsche? Schilder mehr, als ich drauf Oder geschossen habe. worauf schießt du? Ja, auf das, was ich markiert habe. Ja, okay, das ist Ja, das nicht fährt das. wohl Assault Ship. Okay. Ich habe mich gerade wieder nur 73% Hülle. Alter, was ist denn heute los? Weil das Assault Ship ist nämlich nicht lila. Also es ist nicht das, was du beschießt. Doch, das beschieße ich. Aber warum ist das dann... Das mit 33% Hülle. Ja, Jetzt ich wieder habe mit jetzt Schilden. mit 47% Hülle. Ein anderes Assault Ship. Ja. Das ist schlau. Ja, das beschießt mich halt. Was soll ich machen? Ah. Warte, vielleicht soll ich mal näher ran, wenn das Ding 3 Vielleicht Kilometer hilfst weg du ist. mir auch Ups. kurz, damit ich nicht platze jetzt. Ja, das Problem ist, ich schieße... okay, na gut. Wo ist das? Ja, ich flieg mal. Ich mache mich mal aus dem Staub. Ich sehe dich nicht. Das ist da hinten. Okay, ich hab's markiert. Ich schieß drauf. Das wäre gut. Ich habe jetzt schon wieder nur noch 10% Hülle. Ich bin zu weit weg. Ja, ich bin am Dauerboosten. Ja, ich glaube, der verfolgt dich. Ja, das ist gut möglich. Problem ist, ich habe auch kaum noch Schilder jetzt. Komm, stell dich nicht an, ich habe 9% Hülle. Ganz Und ich ehrlich. werde von hinten beschossen. Ah! Von whatever. Ah, Massesperre. Kacke. Der boostet ja hinterher, ich komme nicht hinterher. Boosten, wir haben ein Problem. Ja gut, ich kann da nicht viel machen. Ja, ich hoffe jetzt Ich einfach glaube, mal, du dass kommst ich weg, oder? Glück habe. Ja, gut, 8 Kilometer Entfernung. Okay, Okay, ja passt gut, schon. dann fliege ich wieder zu dem Viech, das mich beschießt, zurück. Ja, mach das. Wobei, warte mal, ich bin gleich zu dem System, zu meiner System wieder zurück. Wo ist denn das jetzt? Da hinten irgendwo. Oder haben wir hier ein System, was einfach in der Nähe ist, wo ich vielleicht... Ach komm, ich springe mal in ein Nachbarsystem und guck mal, ob wir dazu vielleicht eine Station in der Nähe haben. Also am Anfang. Ja, was geht denn hier jetzt ab? Meine Frontscheibe hat leichte Risse. Minimal. Das ist, ja, super. Ist, glaube ich, nicht so gesund Oh im Gott, warte mal, habe ich Weltraum. einen Uplink an? Naja, dann fängt er gleich an zu laden. Okay, ich habe es deaktiviert. Du kannst es ja danach abbrechen. Das Schöne ist, ich bin jetzt so weit von dem Assault Ship weggeflogen, dass ich nicht mehr die Belohnung bekommen habe. Echt? Ja. Was geht das? Okay. Ach, Glaube ich. fuck. Ja. Was ist das hier? Das ist irgendwas im Zweierwing? Eagle? Warte mal. Kontakte sagen was? Oh. Das war jetzt echt blöd, dass wir zwei unterschiedliche Dropships erwischt haben. Das war wahrscheinlich das Dropship, was zu der Anaconda gehört hat, was Das mich ist geschossen hat. möglich. Davon würde ich jetzt mal stark ausgehen. Und du hattest halt zufälligerweise noch ein anderes erwischt. Ich glaube, ich hab's wieder gefunden. Nee, das ist eine Viper. Was? Lol, Boss. Kann er Enterprise? Komm und gib ihm. Habe ich gerade wirklich? Warte kurz. Ich wusste gar nicht, dass es so viel Glasbruchtexturen für das Cockpit der FDL gibt. Ach so. Super. Das habe ich jetzt gerade so gesehen, als ich an dem Stern vorbeigeflogen bin. Hat man dann so gut gesehen, wie überall an den Rändern, also überall, wo die Stahlstreben sind, siehst du halt, alles ist alles voller Risse. Das sieht man halt so, wenn du jetzt ins Dunkle fliegst, nicht. Da siehst du nur so ein bisschen angedeutet, die Risse. Aber wenn du halt mal so zum Stern fliegst, dann siehst du halt direkt Ja, okay. alles zerstört. Aber 9%, ich habe den Wert von gerade nicht unterboten. Wenn man unterboten wäre, wahrscheinlich auch Sehr tot gut. gewesen. Bei dem Dropship, glaube ich, wäre es tatsächlich tot gewesen. Ja. Naja. Das war jetzt irgendwie am Ende, wäre es jetzt auch ein Kampf Zahn um Zahn hinausgelaufen. Das ist Aber sehr gut ich möglich. glaube, bei dem Dropship ist die Hülle ein bisschen stärker als bei der FDL. Deswegen... Hat. Nun. Ja. Also zumindest als bei unserer FDL. Wir haben Gut möglich. einfach auch keine allzu starke Hülle. Ich habe hier gerade so ein Dropship anvisiert. Das macht Dinge. Es droppt. Vielleicht. Das wird beschossen vor allen Dingen. Ah, Und das ist das ja ein Ding. bringt über 100.000 Credits wieder. Okay.
Ich gucke jetzt mal, was das macht. Und hoffe, dass meine Schilde noch ein bisschen aufladen. Es hat keine Schilde mehr, das ist gut. Das ist echt nervig, dass es da keine Station gibt, die in erträglicher Reichweite liegt. Okay, ich würde sagen, ich gehe mal mit drauf. So, warte erstmal. So, passt. Gott sei Dank. So, bin ich wieder bei Station. Oh. Tüppel. Morgan Peterson, Tango Hotel Echo. Please place a docking request before attempting to land at this Imperial. Hallo, ich bin am Tüppeln. Wie kannst du mich treffen? Approval. Please continue to Bay 0. Unmöglich. Unmöglich. Au, jetzt habe ich keine Schilder mehr. Mach keinen Scheiß. Ich düppel weiter. Ich hoffe einfach, dass noch jemand mit drauf schießt. Sie sehen mich düppeln, sie hegen den Groll. Ja, so der Holy Shit. What? Okay. Ich bin dann mal weg. Alter, was war das denn? Hat dich einer mit der Rakete beschossen oder was? Ja, ich glaube schon. Ja, dann würde ich sagen, Dauerboosten und dann kannst du rausspringen. Mach ich gerade. Das ist bei der FDL halt schon nicht zu unterschätzen. Du kannst mit dem Dauerboosten doch... Kannst du noch relativ gut den Arsch retten. Ja. Ja. Okay, ich bin außer Reichweite. Gut, ich spring dann auch mal raus. Gut, soll ich bei der Station warten oder soll ich zurückfliegen? Nee, da kannst du gleich bleiben. Wir sind eh bei 16 Minuten. Aber jetzt muss ich schon... Jetzt... Hä? Okay. Das Schöne ist, alles was ich jetzt gesammelt habe in der Zeit, in der du nicht da warst, waren 30.000 Credits von der Viper. Toll. Das hat sich ja gelohnt. Ja, das Soulship habe ich verpasst, weil ich zu dir geflogen bin. Und das andere hat mich gerade abgeknallt. Mit zwei Raketen hat es mir 70% Hülle abgezogen. Ja, nee, 60, 61. Weißt du, was komisch ist? Ich habe gerade, glaube ich, 60.000 für die Reparatur bezahlt, hatte noch 8%, jetzt habe ich noch 9% Hülle, muss aber 71.000 zahlen. Klingt gut. Heißt mehr. Obwohl ja, das ist mehr Hülle hatte auch. Ich mache mal wieder das Geschwader-Signal an. Hey, du bist komisch, schon wieder in die Station, in das System geflogen, oder? Ich bin schon in der Station. In der richtigen, meine ich. Ja. Okay, gut. Ja, auch in der richtigen. Ich glaube, so viele... Also es ist ja auch die nächste Station, die hier beim Einsprung ist. Ja, hätte sein können, ein bisschen anderes System gesprungen. Ja, da war ich auch schon, aber da war keine Station. Ach so, das ist natürlich kacke. Hast du mir das schon erzählt? Ja. Das hatte ich so im Nebensatz erwähnt, als du gerade mit dem Dropship gekämpft oder es gesucht hattest. Da war ich vielleicht etwas unkonzentriert. Möglicherweise. Kann aber gut sein, dass ich trotzdem reagiert habe. So, ja, okay. Ja, das ist richtig. Also, vielleicht sollten wir tatsächlich mal gucken, ob wir uns nicht... Warte, wie viel Credits hattest du jetzt? 22, ne? Ja, wenn ich das abgegeben habe, immer noch 22. Ja, dann sind es 22,2. Hä? Hey, okay. Ich habe jetzt 200.000 Credits bekommen. Weil ich glaube, die Hülle kostet so... 23? Also so um die 20 kostet die, glaube ich. Ah ne, Moment, ich habe 23 aktuell. 23,15. Ja. Hey, die Station ist mittlerweile freundlich gesinnt. Sie ist grün. Sie mag uns. Ja. Da ist sie so ziemlich allein. Ja. Das ist richtig. Ja. Ja, das Tolle an den Raketen ist halt, denen sind die Düppel egal. Ja, aber, ja, ist halt eine starre Waffe. Und das Tolle an den NPCs ist, sie treffen mit den Raketen auch immer. Ja, das ist in der Tat ein Problem. Also. Caution, Commander. There is heavy traffic ahead. Hat die mir gerade gesagt. Es staut sich. Ich weiß nicht, ich gehe gleich im Stau von der Station oder nach dem Eingang.
Ich habe jetzt mal gebremst, falls ich irgendwas rammen sollte, dass ich nicht wieder gleich den Kopfgeld bekomme. Ich glaube, wir gucken in der Zwischenzeit doch nochmal nach, wie teuer die alternative Hülle ist, weil irgendwie ist das so echt... Es ist so, als würdest du mit dem Kartenhaus rumfliegen, wenn deine Schilde weg sind, was? Ist halt Warte, tot. Was? Was? Habe ich kein... Habe ich keine... Ich habe doch Übertretungswarnung? Du hast doch eine Landerlaubnis, oder? Hatte ich, soweit ich weiß. Guck mal, ich habe eine angefordert, vielleicht habe ich keine bekommen und habe nicht drauf geab... Ach so. Ich habe nur das Ziel ausgewählt, anstatt die Landerlaubnis angefordert. Ja, nice. Ach was? So. Habe ich jetzt immer noch keine Landerlaubnis? Wo bist denn du gerade? In der Station? Hä? Vor der Station. Was sagt er denn, wenn du die anforderst? Jetzt habe ich eine Landerlaubnis auf Landeplatz 5. Ich habe aber jetzt schon 6000 Credits Kopfgeld bekommen oder sowas wieder. Geil. Ganz merkwürdig dieses Spiel manchmal. Vielleicht hast du zu schnell hintereinander eine neue angefordert. Landeplatz 5, wieso wird mir das wieder nicht angezeigt? Ah, Spiel, please, was machst du? Ich kann dir leider auch nicht sagen, wo die 5 ist, ich sehe sie von hier aus nicht. Ich nehme die Dry. Ich habe die Dry. Ich nehme die Dry. Da, ich habe die 5. Glaube ich. Oder? Das ist direkt unter mir jetzt. Ja. Okay, ich sehe nur die erste Station direkt am Eingang. Ich wusste nicht, ob es die 15 ist. Ja, es hätte auch die 50 sein können, wie ich gerade gedreht war. Ja, das ist richtig. Zum Glück gibt einem die Station 10 Minuten Zeit, das blöde Ding zu finden. Das Problem ist mittlerweile wirklich nicht mehr das Land, sondern das Landepad finden. Ja. Eigentlich echt bitter. So, offene Strafen. 1,3 Millionen und... Ich darf nicht mal reparieren, wenn ich noch offene Strafen habe. Echt? Ja, auftanken darf ich, aber reparieren nicht. Das wusste ich. Das sind übrigens nur 800 Credits. Ja, ach so. 800 und 6000, ja fast das gleiche. Ich dachte, es sind irgendwie 6000, keine Ahnung, habe ich nur aus dem Augenwinkel gesehen. Okay. Knick im Augenwinkel? Ja, ein Knick im Augenwinkel. Sehr gut. Ja. Ich habe so ein eckiges Auge, aber nur so an der Seite. Ja, genau. Was sagt das schwarze Brett jetzt? Es lädt, warte. 1,3 Millionen und 50, Top 50. Ja, 1,3 Millionen und Top 50, das ist korrekt. Siehste. Schade. Jetzt hast du genau das, was ich am Anfang quasi einen Vorsprung hatte, wieder kompensiert. Dadurch, dass du dann ein Schiff in meiner Abwesenheit abgeschossen hast. Wenn ich die zwei Schiffe erwischt hätte, hätte ich jetzt 200.000 mehr. Ja, wahrscheinlich. Ja, nein, nicht wahrscheinlich. Dann hätte ich jetzt ja sogar mehr als 200.000 mehr. Oder du wärst draufgegangen dabei, das hätte auch passieren können. Ich sag dir, wenn ich die zwei Schiffe abgeschossen hätte. Ja, gut. Ja, das ist richtig. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.